Na, das wird ein dickes Paket für das sächsische Sozialministerium. Über 15.700 Unterschriften nahm Oberbürgermeister Markus Ulbich entgegen. Und jede einzelne davon steht für den Willen, die Kinderklinik in Pirna zu erhalten. Denn bisher sahen das Ministerium in Dresden und der zuständige Ausschuss keine Notwendigkeit dafür. Die Argumente sind relativ einfach. Einerseits wird immer gesagt, es hat im alten Krankenhausbettenplan so gestanden. Und deshalb muss es offenkundig auch in alle Zukunft weiter so gelten. Und zweitens, Dresden ist ja nicht so weit entfernt, also es sei doch offenkundig zumutbar, dann eben auch an die Uniklinik in Dresden zum Beispiel zu gehen. Und das sagen wir, das halten wir nicht für angemessen, denn wir sprechen ja hier nicht bloß für die Bürgerinnen und Bürger von Pirna, selbst da brauchen wir es schon, sondern wir sprechen für die ganze Region. Und wenn wir uns da zum Beispiel die Mutti von Rosenthal-Bielatal oder so vorstellen, die dann nicht nur einmal, sondern vielleicht regelmäßig zum Besuch an die Uniklinik fahren muss, ich denke, das ist einfach unzumutbar. Schon seit 2004 kämpfen Solveig Schelzel und Sylvia Puls darum, dass Pirna seine Kinderklinik behalten kann. Es war die zweite Unterschriftensammlung, die die Mütter gestartet haben. Bei Ärzten, in Kitas und vielen öffentlichen Einrichtungen lagen die Listen aus. Und die beiden Frauen haben gemerkt, die Pirnaer wissen, was auf dem Spiel steht. Ich habe das selber beim Arzt erlebt, wie einer dort mit seiner Frau sagte, oh komm Oma, hier müssen wir unterschreiben, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oder auch in Kindereinrichtungen, wo die Nachfrage sogar aus dem Weißeritzkreis kam, schickt uns bitte Ballisten, wir wollen auch mitmachen, weil unsere Kinder fahren auch bis nach Pirna, weil die dort so gut betreut sind. Auch sie hat unterschrieben, Angela Büttner aus Schlottwitz. Der Beweis für die Dringlichkeit des Anliegens folgte auf dem Fuße. Ihrem zweijährigen Ben geht es inzwischen wieder gut. Aber als er vor 3 Tagen akute Bauchkrämpfe bekam, war sie froh über den kurzen Weg ins Klinikum. Also wenn dann doch mal irgendwo ein Notfall ist, so wie es für uns als Eltern schon am Montagabend war, also mit den akuten Bauchschmerzen immer wieder, das nervt ja dann auch. Und wir müssten dann natürlich noch weiterfahren. Wir fahren so eine Viertelstunde schon bis hierher. Und bis Freital wäre dann der nächste Anlaufpunkt. Dort würden wir ja bestimmt schon fast eine halbe Stunde brauchen. Und so ist natürlich beruhigender, dass wir das in der Nähe haben. Dass es die Station überhaupt noch gibt, ist nur dem Umstand zu verdanken, dass sich Bürger und Politiker in den letzten Jahren dafür stark gemacht haben. Sie läuft allerdings nur als Modellprojekt. Die Station ist eine Außenstelle des Uniklinikums Dresden. Dresden kauft sozusagen die Behandlungsleistungen in Pirna ein. Diese Konstellation ist allerdings mit Problemen verbunden, die bei einer möglichen Fortsetzung geklärt werden müssen. Also wir haben hier seit Jahren, auch schon im Vorfeld des Neubaubezugs, darum gekämpft, hier eine pädiatrische Versorgung zu haben und anbieten zu können. Das möchten wir auch weiterhin. Die Resonanz und Akzeptanz gibt uns recht. Aber das Modellprojekt ist mit etlichen schwierigen Problemen behaftet in der Konstellation, wie es jetzt läuft. Mit schwierigen rechtlichen Fragestellungen, steuerrechtliche Probleme spielen da eine Rolle, kartellrechtliche Fragestellungen. Und es ist auch in der jetzigen Konstellation mit mehr Kosten verbunden, wo nicht klar ist, wer die trägt, ob die Krankenkassen, das Ministerium und die Partner in diesem Modellprojekt, das Universitätsklinikum, und wir sehen uns halt in der schwierigen Lage, auf Dauer diese Mehrkosten nicht allein stemmen zu können. Das Klinikum spricht von 200.000 Euro Mehrkosten, für die es eine Lösung geben muss. Dabei sprechen die Belegungszahlen durchaus dafür, dass das Rhön-Klinikum die Kinderstation in Eigenregie weiterführt. 2007 wurden 1.348 Kinder stationär behandelt, eine Steigerung von 4,6%. Ambulante und Notfallpatienten sind innerhalb von 2 Jahren von 700 auf 1.700 gestiegen. Fakten, die den zuständigen Ausschuss überzeugen sollen, für Pirna zu stimmen. Solveig Schelzel und Sylvia Puls hoffen auf eine zuverlässige Aussage, dass sie erhalten bleibt, was ganz wichtig ist und vor allen Dingen endgültig erhalten bleibt. Nicht, dass wir in 2, 3 Jahren wieder anfangen, wieder Unterschriften sammeln, sondern dass es wirklich jetzt endlich ein Schlussstrich gezogen wird, dass die Kinderstation hier in Pirna in dem neuen Krankenhaus bleibt. Voraussichtlich bis September soll sich entscheiden, ob die Kinderstation über 2008 hinaus Bestand hat.